Heike Grebien, die Grazerin, ist Sprecherin der Menschen mit Behinderungen im Grünen Club. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen, werte Zuseherinnen hier in der Galerie und auch zu Hause, ob mit oder ohne Behinderung. Zu arbeiten bedeutet mehr als eine Beschäftigung zu haben. Wir haben gerade vorher von der Kollegin von der ÖVP gehört, das ist auch eine soziale Maßnahme. Ein Job sorgt für Tagesstruktur, er gibt Möglichkeit, seinen Beitrag zu leisten, fördert den eigenen Selbstwert. Also Job in unserer Gesellschaft bedeutet, an der Gesellschaft teilzuhaben. Um eine passende Anstellung zu finden, ist es dennoch oft eine Herausforderung, denn am Arbeitsmarkt sind Menschen mit Behinderungen mit Vorbehalten konfrontiert. Barrieren in den Köpfen und Unsicherheiten in Bezug auf Anstellung von Menschen mit Behinderungen zeigen sich bei Fragen bzw. Aussagen von UnternehmerInnen. Habe ich überhaupt die passende Ausstattung am Arbeitsplatz? Muss ich mit mehr Pausen rechnen, wenn ich Menschen mit Behinderungen einstelle? Kann ich Menschen mit Behinderungen eigentlich kündigen? Welche Förderangebote gibt es? Und wenn ich überfordert bin, wen kann ich kontaktieren, der mir dabei hilft? Diese Barrieren in den Köpfen, aber auch der Mangel an Information über Anstellung und Rechte führen dazu, dass nur etwa 22% der Unternehmen mit mehr als 25 Beschäftigten die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht erfüllen. Das heißt im Umkehrschluss, 78% der Unternehmer zahlen anstattdessen eine Ausgleichstaxe. Und weil wir wissen, dass Menschen mit Behinderung im Vergleich zu Menschen ohne Behinderungen es schwer haben am Arbeitsmarkt bzw. weniger stark wieder ihre Arbeit aufnehmen konnten als Menschen ohne Behinderungen, hat Sozialminister Mückstein das natürlich fürs Budget 2022 berücksichtigt. Ich möchte jetzt nur auch sagen, langfristig gibt es auch eine Strategie, hat auch der Bundesminister Mückstein festgesetzt, dass angestrebt wird, dass rund 2/3 der Begünstigten behindert bis 2030 am Arbeitsmarkt Beschäftigung finden. Aber jetzt zu 2022 und das Budget. Hierbei wird unter anderem der Betriebsservice und die Key-Account-ManagerInnen ausgebaut. Warum? Was ist das Key-Account-Management? Was ist das Betriebsservice und was geht es da? Zentrale Zielsetzung dieses Key-Account-Managements und des Betriebsservice ist die langfristige und nachhaltige Aufbau von Partnerschaften sowie die Pflege der bereits bestehenden Kontakte. Das heißt, ja, es ist Networking, Lobbying. Sie müssen, Sie haben 2020 in allen neuen Bundesländern eigentlich wie ein One-Stop-Shop, eine Anlaufstelle für Unternehmen zu allen Fragen, aber auch, ja, auch problematischen Situationen im Arbeitsleben. Und das heißt, Sie haben dort das Angebot ist so gut angenommen worden, muss ich Ihnen ehrlich sagen, hat mich selbst überrascht. Wir sind in einer Pandemie, wir haben eine Arbeitsmarktkrise auch gehabt, vieles wurde aufgeholt. Und das zeigt sich bei den Unternehmen, dass sie Menschen mit Behinderungen anstellen wollen und das Angebot annehmen. Und das heißt, es wird ausgebaut. Das ist ein ganz toller Schritt. Und natürlich ist es noch nicht alles. Das Sozialministerium, wie Sie schon richtig gesagt haben, hat extrem viele Bereiche. Menschen mit Behinderungen ist eine riesige heterogene Gruppe. Dort sind zum Beispiel auch Frauen mit Behinderungen bei den Inklusionsförderung Plus, also Individualförderungen berücksichtigt, Budget wird erhöht. Speziell für Jugendliche mit Behinderungen, ja, ein Riesenthema, Jugendliche gesamt in Österreich, aber gerade nochmal da Jugendliche mit Behinderungen, wird da hier vor allem der bedarfsgerechte Ausbau von Jugendcoaching sowie Angebote des Ausbildungsfeeds erhöht. Ich könnte jetzt noch ganz viele kleine Posten auch aufzählen, die erhöht werden und die berücksichtigt wurden für das Budget 2022, um Menschen mit Behinderung in ihrer gesamten Lebensspanne einen guten Einstieg in den Arbeitsmarkt zu geben und ihnen auch die Unterstützungen zu geben. Wichtig, das möchte ich noch zum Key-Account-Management sagen, wenn man sich vielleicht sonst das so abstrakt vorstellt, die sind wiederum total stark vernetzt mit dem AMS, mit den Nebenmaßnahmen. Das wird immer stärker ausgebaut, wie gesagt 2020 pilotiert und ich freue mich über diesen Erfolg. Und danke dem Herrn Minister und Ihnen für die Aufmerksamkeit.